Wir finden ja Aerofix und Aerosana Viscon super, aber wie kommt das denn so bei Verarbeitern an? Vor allem, wie ist das so, wenn man es zum ersten Mal nutzt? Und der Alexander Erni hat das heute für uns getestet, quasi ohne Vorwarnung. Alex, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Du bist Zimmerermeister und Bauingenieur. Als ich gesagt habe, hey, wir haben hier eine sprühbare Luftdichtung, was war da so dein erster Gedanke? Ja, ich war erstmal total gespannt drauf, was es denn tatsächlich ist, wie das in der Verarbeitung funktioniert, wie es sich dann tatsächlich am Bauteil dann auch niederschlägt, wie man das ausführen kann. Das ist einfach mal so der ganz spannende Teil dabei. Und das Coole an Aerofix, du kannst Druckluft sprühen, du brauchst eigentlich gar nicht viel Werkzeug. Und wie fandest du es jetzt, als du es ausgepackt hast und jetzt benutzt hast? Wann hattest du das Gefühl, wie viel Zeit hast du gebraucht, um so im Flow zu kommen? Ja, ich glaube, über die Zeit sprechen wir hier jetzt erstmal nicht. Generell ist es so, ich denke, bei dem System braucht man einfach wirklich mal ein paar Meter, bis man da reinkommt, bis man auch wirklich 2-3 Mal diese Schlauchfolie gewechselt hat. Jetzt so zum Ende der Arbeiten hier hatte ich schon das Gefühl, dass es gut funktioniert. Und gerade so die Bereiche um die Winkel außenrum, die man ja beim Holzrahmenbau immer hat, sind, denke ich, doch relativ zeitsparend im Vergleich zum konventionellen mit Klebebändern. Genau, und der Holzrahmenbau ist ja eigentlich total so strukturiert, was Luftdichtheitskonzept angeht. Trotzdem habe ich schon Baustellen erlebt, wo der Sockelanschluss vergessen worden ist. Hast du davon auch schon mal gehört? Wir haben das bis jetzt natürlich immer mit Klebebändern gelöst, den Boden vorher primern, die Klebebänder aufziehen und dann halt eben um die Winkel nochmal aufwendig drumherum weiterkleben. Genau, vor allem das mit den Winkeln ist ja mal recht aufwendig. Würdest du jetzt Aerosana Viscon, wenn du dich dran gewöhnt hast, würdest du sagen, okay, das kann ich jetzt bei anderen Baustellenprojekten auch verwenden? Oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, ich bleib beim Klebeband? Ich würde da jetzt mal antworten mit, es kommt drauf an. Gerade, wir haben es ja jetzt schon oft erwähnt, Winkel ist jetzt ganz oft gefallen. Bei allen Baustellen, bei denen wirklich viele Einbauteile nochmal außenrum sind, würde ich sofort, ohne irgendwie weiter drüber nachzudenken, was Sprühbares gehen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, würde ich es erstmal ausprobieren und mal wirklich auch mal die Zeit stoppen und mal gucken, wie schnell geht es mit dem Klebeband und wie funktioniert es gesprüht. Okay, du machst ja auch viel Sanierungen. Würdest du da sagen, da ist es spannender dann für Sanierungen? Ja, klar, gerade im Sanierungsfall ist das wesentlich spannender wie Klebebänder oder Flüssigkleber, weil es da immer irgendwelche Tricksereien, Spielereien gibt, bis es dann tatsächlich auch so funktioniert, wie man es gerne hätte, dass es eben auch luftdicht ist. Und da denke ich, ist was Sprühbares auf jeden Fall einfacher. Was hat dich jetzt an dem Produkt am meisten überrascht? Kann ich so eigentlich nicht beantworten. Ich habe mir da im Vorfeld gar keine so großen Gedanken drüber gemacht, wie es dann tatsächlich wird. Ich war ein bisschen überrascht von der Herangehensweise, wie man mit der Sprühfolie umgeht. Mhm. Normalerweise guckt man eben, dass man immer direkt die Fugen verfüllt. Genau das ist hier ein Fehler. Da muss man im Kopf nur ein bisschen umstellen. Das heißt, also vielleicht magst du kurz erklären, was man als erstes hier macht? Was heißt als erstes? Man darf nicht direkt auf die Fuge draufgehen. Das habe ich mir jetzt autodidaktisch beigebracht. Wenn man seitlich nebendran geht oder ein bisschen versetzt zur Fuge arbeitet, kriegt man auch das Material dahin, wo man es denn gerne hätte und nicht wo ganz anders. Okay, super. Dann auf jeden Fall vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mal Aerofix auszutesten, schaut mal einfach auf unsere Webseite, kontaktiert uns, Technik-Hotline oder wo auch immer. Ihr findet uns ja auf allen möglichen Kanälen.